Der entfesselte den Zweiten Weltkrieg. Die marxistische Ideologie ist gerade deswegen so stark, weil sie uns, die ehemaligen Kommunisten, darin gewöhnte, das eine zu sagen und das andere zu machen. Das heißt, der Masse, dem Volk, sagte man, dass wir für den Frieden kämpften. Wir bereiteten uns angeblich vor, die Aggression zurückzuschlagen, den Faschismus zu bekämpfen und so weiter. Selbst aber brüteten wir Angriffspläne aus, die in eben diesen Panzerschränken des Generalstabes liegen. Angenommen, das stimmte. Was würde es ändern an den sonstigen Verbrechen von Hitler? Was würde es ändern an den sonstigen Verbrechen von Stalin? Noch ein bisschen mehr? Berlin. Im Frühling 45. Der Untergang des Dritten Reiches. Göring ergibt sich den Alliierten. Das rettet ihn nicht vor dem Todesurteil. In Berlin, mal hier, mal dort, werden die Leichen der Doppelgänger von Hitler gefunden. Man fand auch die Leiche des Führers selbst, doch es wurde aus irgendwelchen Gründen verheimlicht. Goebbels kam ohne Doppelgänger aus, vergiftete seine 6 Kinder und befahl der Wache, ihn und seine Gattin zu erschießen. Berlin, im Frühling 45. Der Krieg in Europa ging zu Ende. Viele Jahre nach der Beendigung des Zweiten Weltkriegs verließen unsere Soldaten Deutschland, wohin ihre Väter und Großväter vor einem halben Jahrhundert auf einem blutigen Weg gegangen waren. Wozu? Wer brauchte diesen Weg? Wir wussten, um Europa von der faschistischen Pest zu befreien, den Feind in seiner Höhle endgültig zu vernichten. Über diesen großen Krieg wurden Filme gedreht, Unmengen historischer Bücher geschrieben. Und wie viele werden noch geschrieben? Doch da erschien ein Buch, das scheinbar das Unbestrittene, das Unantastbare bezweifelt. Es wurde von Viktor Suvorov geschrieben, alias Wladimir Resun, ein Mitarbeiter des sowjetischen Geheimdienstes, der 1978 nach England floh, wofür er zum Tod durch Erschießen verurteilt wurde. Haltet mich meinetwegen für einen Verbrecher. Meine Urteile habe ich verdient. Doch verzeihen Sie mir bitte für mein Buch. Mit diesem Buch beleidige ich offensichtlich alle Kriegsveteranen und sogar die Millionen von Menschen, die nicht aus dem Krieg zurückgekehrt sind. Verzeihen Sie mir für das Buch. Dafür, dass ich die Heimat verraten habe, nennen Sie es so, Verrat, dafür werde ich nicht um Verzeihung bitten. Sollen doch diese Todesurteile in Kraft bleiben. Vergessen Sie es. Lesen Sie mein Buch. Ja, es ist natürlich schwer, ein Buch mit einem solchen Umschlag in der Hand zu halten. Und mit einem solchen? Natürlich auch. Dieses Buch ist eine schlechte Tat. Das ist nicht einfach ein schlechtes Buch. Es ist eine schlechte Tat, weil dieses Buch dem hiesigen Andenken Argumente gibt. Denjenigen, die... Hier ist man auf so etwas nicht drauf gekommen. Damit gibt man ihnen jetzt Argumente. Ich sage nur, es gibt eine ganze Reihe von Leuten in meinem Land,
die wären interessiert daran und glücklich, wenn die Thesen eines solchen Buches sich als richtig erwiesen. Und zu sagen, die eigentlich Schuldigen waren, wie Hitler schon immer gesagt hat, die Sowjets. Wenn man die Auffassung von Viktor Suvorov annimmt, dann heißt es, wir rechtfertigen die Aggression Hitlers. Das heißt, dass wir das, was die Hitlersoldaten in unserem Land gemacht haben, reinwaschen. Wir sprechen ihn, Hitler, von dieser Verantwortung frei. Man stellt mir die Frage, haben Sie keine Angst, dass man Sie ermordet? Ich sage natürlich nicht. Ich lebe ja für dieses Buch. Jetzt ist es veröffentlicht. Wenn man mich jetzt ermordet, dann wird gerade das ein Beweis dafür sein, dass ich recht hatte. Ich hatte recht. Bitte, sollen Sie mich doch töten. Für mich ist dieses Buch, das sage ich Ihnen gerade heraus, für mich ist dieses Buch wichtiger. Tötet mich. Der Eisbrecher, so heißt dieses Buch. Sein Untertitel klingt unerwartet und schrecklich. Wer entfesselte den Zweiten Weltkrieg? Wir drehten diesen Film in Paris, London und Genf, in Berlin und Moskau, in der Ukraine und in Israel. Wir trafen uns mit ranghöchsten Offizieren des Generalstabs und des Militärgeheimdienstes, mit einem Physiker, der einst mit der Atombombe für Hitler beschäftigt war, mit einem bekannten Politiker, mit dem Urenkel von Bismarck, der bei Stalingrad in einem Luftkampf abgeschossen worden war, mit Frontsoldaten, mit sowjetischen Dissidenten. Am letzten Drehtag in der Halle, wo unser Team seine Arbeit zum Abschluss führte, fand eine ungewöhnliche Pressekonferenz statt. Der Mensch, dessen wegen einige Dutzend Journalisten zusammengekommen waren, war nicht da und sollte auch nicht da sein. Denn er war überhaupt nicht in Moskau. Wir wussten nicht, wo er war, irgendwo in England. Er musste selbst zum vereinbarten Zeitpunkt anrufen. Unsere ungeduldigen Kollegen betrachteten mit Interesse jenen Menschen, der trotz seiner plötzlichen Popularität ein Geheimnis geblieben war. Sie sahen ihn auf dem Bildschirm zum ersten Mal. Ich habe die Heimat verraten. Ich bin ein Verräter. Solche wie mich muss man töten, noch bevor sie geflüchtet sind. Ich habe ein Buch geschrieben, dessen Veröffentlichung von keinem der hiesigen russischen Verleger im Westen gewagt wurde. Das Buch meines Lebens. Wegen ihm bin ich eigentlich geflüchtet. Wegen diesem Buch. Daher habe ich keine Angst. Schauen Sie mich an, töten Sie mich, aber lesen Sie mein Buch. Das Buch wurde von Millionen gelesen. Die einen nahmen es mit Begeisterung an, die anderen lehnten es genauso vehement ab. Doch die Person des Verfassers, der sich unter dem provokanten Decknamen Viktor Suvorov tarnte, blieb ein Geheimnis. Hier sind mehr als 100 meiner Kollegen, Journalisten. Wir befinden uns in der Drehhalle, die das Arbeitszimmer von Stalin und das Arbeitszimmer von Hitler darstellt. Mit Originalgegenständen, ähnlich dem Umschlag Ihres Buches. Und wenn Sie entschlossen sind, die Fragen zu beantworten, so fangen wir an. Vor allem begrüße ich alle, die in dieser Halle anwesend sind. Ich bin bereit zu antworten. Herr Suvorov, sagen Sie bitte, warum stoßen Ihrer Meinung nach Ihre Thesen in Deutschland auf Ablehnung? Hier gibt es eine gewisse Trägheit. Deutschland spürt seine Schuld. Und Sie meinen wahrscheinlich, wenn Sie mein Buch lesen, dass ich etwas sage, was die Faschisten anpreist. Obwohl ich das nicht tue. Würden Sie gerne hier in Russland an Ihren Büchern weiterarbeiten? Ich würde gerne meine Arbeit abschließen, wenn man mir den Zugang zu den Archiven erlauben würde. Ich weiß, welche Archive, welche Bestände es sind. Es wäre für mich das höchste Glück. Doch es gibt da noch ein kleines Hindernis. Man müsste sie begnadigen. Es gibt wesentlich mehr Menschen, die Russland mehr Böses angetan haben als ich. Wenn man damit beginnt, diese Leute vor Gericht zu stellen und zu begnadigen, dann wird man auch mich begnadigen. Als Sie Ihre besondere sowjetische Karriere begannen, als Sie in diese elitären, geschlossenen Lehranstalten aufgenommen wurden, haben Sie ernsthaft an die Doktrin unseres großen Landes geglaubt? Oder wollten Sie dadurch einfach irgendwie ins Ausland gelangen? Entschuldigen Sie bitte meinen Zynismus. Ich war ein Karrierist reinsten Blutes, verstehen Sie? Ich wollte schon ins Ausland reisen, natürlich. Doch ich hatte viel größere Bestrebungen und Ambitionen. Mir schien, dass der Mechanismus ein bisschen locker geworden ist, dass man die Schuldigen öfters erschießen sollte und so weiter. Also, mit Polizeimaßnahmen kann Russland nicht gerettet werden. Denn alles stößt auf die Wirtschaft. Und in der Wirtschaft gibt es keine polizeilichen Lösungen.
Sie gingen in den Westen und, wie Sie sagten, lebten Sie dort schon ziemlich lange und im Allgemeinen nicht schlecht, obwohl auch schwierig. Doch Sie veröffentlichen Bücher, Sie unterrichten in irgendeiner Lehranstalt. Sagen Sie, haben Sie letztendlich gewonnen oder verloren? Natürlich habe ich gewonnen. Ich bin mir jetzt über einiges klar geworden und mein Gewissen ist rein. Daher fühle ich mich als Sieger. Ich fühle mich als Suworow. Doch dieser siegreiche Schluss konnte uns nicht täuschen. Wir wussten mehr. Schon einige Jahre beschäftigten wir uns mit dem Schicksal des ehemaligen sowjetischen Geheimdienstmitarbeiters Wladimir Resun und kannten den Preis dieser Bravour. Seine ehemalige Heimat, die Sowjetunion, verurteilte ihn zum Tode. Zweifach, behauptet zumindest er selbst. Zweifach, das ist eine interessante Geschichte. Ich war zunächst selbst sehr, sehr lange darüber verwundert. Das erste Mal, das war klar. Ich habe meine Heimat verraten, ich bin ein Verräter. Aber für das Buch Sowjetischer Militärischer Geheimdienst gab es dann das zweite Todesurteil. Dort hat man offenbar nicht gleich erkannt, dass Resun und Suworow das gleiche ist. Daher hat Resun ein Todesurteil und Suworow eins. Ich bin aber eine einzige lebende Seele. Ich habe viele Freunde, die ein Todesurteil haben. Doch dass einer gleich zwei hat, da bin ich einmalig. Zwei Todesurteile für einen Menschen. Wenn das stimmte, dann drängt sich dieser juristische Fall von selbst ins Guinness-Buch der Rekorde. Fast 20 Jahre lebt dieser Mensch schon mit dem Todesurteil. Die Kinder sind groß geworden. All die Jahre befindet er sich in der Obhut der Geheimdienste jenes Landes, das ihm politisches Asyl gewährt hatte. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wagt er, die Regeln zu brechen und in unserem Film vor die Kamera zu treten. Er stellte uns nur eine Bedingung, sich ganz aussprechen zu dürfen. Doch offensichtlich gibt es beim Komitee für Staatssicherheit oder woanders einen Dienst, der dieses Urteil vollstrecken sollte. Kennen Sie diese Behörde? Ja, ich kenne sie. Hier in London wurde Georgi Markov ermordet und einige bekamen bei uns bulgarische Orden. Wer? Sie wissen nicht wer? Kalugin bekam sie. Sind Sie sein Kunde? Ich bin sein Kunde. Dieses seltsame Gespräch fand in England statt, im Haus des ehemaligen sowjetischen Bürgerrechtlers Wladimir Bukowski. Dort erfuhren wir aus den Fernsehnachrichten über Oleg Kalugin. Der ehemalige General des KGB Oleg Kalugin organisierte einst, auf Befehl seines Chefs Andropow, die Ermordung des damals in London lebenden bulgarischen Dissidenten Georgi Markov. Ein Agent stach ihn mit einem Regenschirm, in dem eine Giftkapsel eingebaut war, hier auf dieser Brücke. Sobald Kalugin nach England kam, wurde er verhaftet. Die Wahl war einfach. Entweder sollte er seine Beteiligung an dem Mord gestehen oder unter Eid alles abstreiten. Der General wählte das Zweite und wurde freigelassen. Nach der lärmenden Pressekonferenz über die Verletzung der Menschenrechte in England, die von dem damaligen General einberufen wurde, trafen wir uns, um über das Schicksal seines ehemaligen Kunden zu sprechen. Die Verwaltung K, die ich tatsächlich leitete, beschäftigte sich mit der Beschattung von den aus der UdSSR geflüchteten Personen und Verrätern, fand sie in verschiedenen Ländern, stellte ihren Wohnort fest. Die nachfolgende Verwirklichung oder Vollstreckung dieser Urteile war aber nicht die Angelegenheit des im Ausland tätigen Spionageabwehrdienstes. Damit beschäftigten sich die anderen. Soweit mir bekannt ist, fiel die tatsächliche Vollstreckung in den Aufgabenbereich einer speziellen Verwaltung des KGB, wo man nach eigenen Wegen suchte, wie diese Aufgaben gelöst werden sollten. Es ist so, dass in den alten Zeiten alle Mitarbeiter der Geheimdienste, sei es des KGB oder des militärischen Abschirmdienstes, wenn sie ein Verbrechen begangen hatten, besonders an solches wie Verrat der Heimat, Spionage, in Abwesenheit verurteilt wurden. Ihre Verfahren wurden vom Militärtribunal untersucht und in der Regel, ich kenne keine Ausnahmen, wurden sie zum Tode verurteilt. Und in diesem Sinne, meine ich, fiel Resun gerade in diese Personengruppe. Ich weiß es, ich kann mich noch an seine Flucht erinnern. Ich muss Folgendes sagen, das ist einfach interessant, denn das, soviel ich weiß, kennt keiner oder fast keiner. Theoretisch gilt immer das gleiche Muster. Der Mensch wird von einem Tribunal zum Tode verurteilt und dann folgt die Vollstreckung auf jedwedem Gebiet. Zwei Todesurteile.
Es vergingen viele Jahre. Ja, er wohnt unter Bewachung. Ja, er lebt nicht in London. London ist für ihn eine verbotene Stadt. Er benutzt Perücken und Brillen. Doch ich kann nicht glauben, dass Ihre ehemaligen Kollegen ihn nicht aufspüren konnten. Warum wurde dieses Urteil bis jetzt nicht vollstreckt? Gibt es dafür keine Notwendigkeit? Es liegt daran, dass es in den alten Zeiten, als ich noch für den Geheimdienst tätig war und mich mit diesen Problemen beschäftigte, einen solchen Menschen wie Suvorov zu finden, nicht so leicht war. Sie wurden von den Geheimdiensten versteckt, sie tarnten sich unter falschem Namen, sie trugen Perücken und Brillen. Und die Fahndung an sich ist ein äußerst komplizierter, langwieriger Prozess, der nicht immer erfolgreich ist. Ich würde ihm nicht raten, nach Russland zurückzukehren, solange er keine eindeutige Zusicherung erhält, dass mit ihm nichts passiert. Man sagt, dass der ehemalige General des KGB, Oleg Kalugin, jetzt nicht weit von Washington lebt. Er beteiligt sich an der Veröffentlichung einer analytischen Zeitschrift über Geheimdienste, schuf zusammen mit dem ehemaligen CIA-Direktor Lynn Colby ein Computerspiel über den KGB. Leidet nicht gerade Not. Wir wissen nicht, ob er Bürger der USA geworden ist. Doch in den USA werden wohl die ehemaligen Generale des KGB nicht besonders willkommen geheißen. Auch wenn sie zu Kämpfern für die Demokratie geworden sind. Wladimir Rezun aber befindet sich immer noch irgendwo in England. Befolgt strikt die Vorschriften derer, die für seine Sicherheit verantwortlich sind, benutzt eine Perücke und schreibt natürlich seine Bücher. Schläfst du, Mama? Ich wollte bloß sagen, wenn dort schlechte Artikel veröffentlicht werden, dann ist es gut. Nee, der Brief war gut. Ein sehr guter Brief. Ja, Mama, hör zu, was ich sagen wollte. Es gab Charles Darwin. Ja? Er schrieb ein Buch, dass die Menschen von Affen abstammen. Ja. Und alle fingen an zu schreien, nein, nein, du bist dumm, so etwas kann nicht möglich sein und so weiter. Wenn alle ja gesagt hätten, ja, wir stammen vom Affen ab, hätte niemand gewusst, dass wir vom Affen abstammen. Niemand hätte gewusst, wer Charles Darwin war. Da aber alle anfingen zu streiten, ihn zu beschimpfen, wurde er berühmt. Bist du einverstanden, Mama? Wenn man in der Zeitung Pravda oder Sowjetskaja Rossija über mich Gemeinheiten schreibt, glaub das einfach nicht. Du kannst es natürlich auch glauben. Doch du musst wissen, dass es gut ist. Wundervoll. Bist du einverstanden, Mama? Ja? Das Schrecklichste ist, wenn hier in England ein Buch veröffentlicht wird und niemand von ihm spricht. Das ist ja wirklich schlecht. Wenn aber alle schreien, dass du ein Dummkopf bist, Dummkopf, heißt es eben, dass ich jemandem ins Auge gestochen habe. Das heißt, dass sie reagieren. Und das ist gut so. Sowohl für mich als auch für die anderen. Dann beginnen die Leute, mein Buch zu lesen. Bist du einverstanden, Mama? Ja? Einverstanden. Wie geht's, Alexander? Es wäre doch richtiger, diese Geschichte im Sommer 78 zu beginnen. Zu dem Zeitpunkt, als der Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft in Genf, Diplomat von nicht so hohem Rang und Angehöriger des militärischen Geheimdienstes, Wladimir Rezun, zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern in den Westen floh. Offensichtlich wurde diese Flucht für etwas sehr Gefährliches gehalten. Ich floh aus der Hauptverwaltung des militärischen Geheimdienstes GRU, nicht aus dem KGB. Viele, viele Jahre lang gab es einen solchen Menschen im Westen nicht. Heute versucht der GRU natürlich, den Fall herunterzuspielen. Er wusste angeblich nicht so viel. Warten Sie mal, diejenigen, die nicht so viel wussten, schickte man nicht nach Genf. Das ist ja nun einmal die Hauptstadt. Ich war jung, das ist richtig. Doch ich war in der Hauptstadt der Spionage tätig. Nicht in Wien, sondern in Genf. Und wenn der Chef des GRU sagt, dass ich irgendwelche Leute verraten habe, so sage ich, nennen Sie mir diese Leute. Wenn Sie schon im Gefängnis sitzen, es gab Gerichtsverfahren und so weiter, dann nennt sie mir. Niemand kann sie nennen. Ich werde es Ihnen zeigen. Dieses Buch ist bei uns in Russland nicht bekannt. Hier ist dieses Buch. Im Innern des militärischen Geheimdienstes. Viktor Suvorov, veröffentlicht im Jahre 84. Nach 6 Jahren. Das ist das einzige Buch von Viktor Suvorov, das den russischen Lesern unbekannt blieb. Doch beim GRU las man es sehr aufmerksam. General Pavlov wollte es zunächst nicht einmal aus der Hand geben. Hier sind 200 Mitarbeiter der Leitung und aus dem operativen Dienst, Offiziere der Hauptverwaltung des militärischen Geheimdienstes, die er verrät. Wer hatte recht? Du oder Pavlov?
Vor allem wollte ich Folgendes sagen. Jeder meiner Freunde, als er dieses Buch aufschlug, suchte zunächst einmal seinen Namen darin und fand ihn nicht. Diejenigen, die im Westen bekannt sind, stehen in meinem Buch. Neue Namen gibt es dort nicht. Das war eine Botschaft. Ich sage nichts, was über das schon Bekannte hinausgeht. Und diese Botschaft wurde beim GRU richtig verstanden. Und meine Freunde arbeiteten und arbeiteten weiter. Das Wichtigste besteht nicht darin, diese Freunde zu verraten, sondern die Agenten zu verraten. Das heißt, die Ausländer, die wir anwerben. Wenn unser Mitarbeiter hier festgenommen wird, dann ist das Schlimmste, was ihm passieren kann, dass man ihn ausweist. Das ist alles. Wenn aber die anderen enttarnt werden, dann können sie für eine sehr lange Zeit hinter Gitter wandern. In England sind es 30 Jahre für Spionage. Das ist etwas anderes. Wer wurde ins Gefängnis geworfen? Wer wurde wegen mir ins Gefängnis geworfen? Das ist es. Das heißt, dass du in diesem Sinne ruhig schläfst? Ich schlafe ruhig. Darf ich das etwa vollständig in meinem Film aufnehmen? Ja, bitte. Er behauptet, dass er für dieses Buch das zweite Todesurteil bekommen hat. Jetzt aber als Suvorov. Für mich... Haben Sie davon gehört? Ich habe davon gehört. Für mich klingt es sozusagen wie Unsinn. Es hätte dabei juristische Fehler geben können. Doch die Tatsache selbst ist, dass ein Verräter zu allen Zeiten in allen Ländern hart bestraft wurde. Und in diesem Zusammenhang, denke ich, wäre für ihn auch ein Todesurteil ausreichend. Doch es gab dieses Urteil. Es gab es, ohne Zweifel, und es gab es verdientermaßen. Und das zweite? Von einem zweiten habe ich nichts gehört. Es können seine Fantasien sein oder sowas. Das interessiert uns, wie gesagt, schon weniger. Und überhaupt rate ich jedem, nicht in eine solche Situation zu geraten. Jedem. Jedem. Großes Geld wird dafür nicht gezahlt. Für diese 30 Silberlinge die Heimat zu verkaufen, lohnt sich nicht. Ich hätte gedient und wäre ein guter Offizier gewesen, vielleicht sogar ein ausgezeichneter Offizier. Und hätte für dieses Regime, das ich hasste, gekämpft. Doch, ich hätte gekämpft. Viel früher aber, als ich im Jahre 68 in der Tschechoslowakei war, als ich mit dem Panzer dorthin fuhr, da brannte ich danach. Wenn ich damals eine Möglichkeit gehabt hätte zu fliehen, wäre ich geflohen. Ich schämte mich für die Arbeit, die ich in der Tschechoslowakei verrichtete. Wenn sie mich nach Afghanistan geschickt hätten, wäre ich aus Afghanistan geflohen. Ich hätte die Flucht ergriffen. Ich schämte mich, die Arbeit zu machen, die wir dort gemacht haben. Nein, er floh nicht aus der erniedrigten Tschechoslowakei und nicht aus dem mit Napalm verbrannten Afghanistan. Er floh aus der stillen, gemütlichen Schweiz. Dabei hatte er alles, wovon ein sowjetischer Mensch träumen konnte. Lohn, eine Wohnung, Auslandsreisen. Er hätte eine gute Karriere machen können, wäre vielleicht zu einem Helden der unsichtbaren Front geworden. Und plötzlich so etwas. Und wenn sie ihn erwischt hätten? Das ist wie Selbstmord. Der Mensch kann nicht einfach so einen Entschluss fassen und von einem Wolkenkratzer runterspringen. Nein, diese Gedanken können ihn sein ganzes Leben verfolgen. Dann kommt aber ein Augenblick, hopp, und er entscheidet sich dafür. Und so gab es einen Moment, wo das Regime zu mir sagte, komm her, du bist zwar nicht schuldig, doch du bist zwischen diese Mühlsteine geraten. In früheren Zeiten haben die genannten Mühlsteine nicht wenige Leben durchgemahlen. Doch wenn es nur darum ging, würde es diesen Film nicht geben. Nein, damals im Jahre 78 gab es noch etwas, wovon er nicht einmal mit den nächsten Angehörigen zu sprechen wagte. Und wenn, so hätte man ihn damals auch nicht verstanden. Nicht, dass das militärische Thema bei uns verboten war. Es war irgendwie zurechtgeschnitten. Das hat mich immer gewundert. Irgendwie erklärte man es uns nicht so, wie der Krieg angefangen hat. Und ich wollte schon lange ein Buch über den Ausbruch des Krieges schreiben. Und dann geriet ich im Jahre 68 an die tschechische Grenze. Wir warten im Wald einen Tag, den zweiten, dann den dritten. Man träumte schon vom Dampfbad und so. Man wollte Gewissheit haben. Gehen wir oder gehen wir nicht? Nein, wir gehen nicht. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Und plötzlich tauchen eines Abends auf dem Waldweg die großen Lastwagen auf. Ural 375. Sie kommen, klappen die Bordwände herunter und kippen gute Lederstiefel auf den Boden. Tausende, Hunderttausende. Die 8. Panzerarmee wechselt die Stiefel. Die 13. Armee, nicht eine Division, sondern eine Armee. Eine Division hat 10.000 Soldaten, eine Armee 4 bis 5 Divisionen. Alle wechseln die Stiefel. Man ruft, hey du, Hauptfeldwebel, wie viel hast du? 200 Mann? Nimm den Haufen da. Keiner zählt. Hoppla, wir beginnen zu überlegen. Ja, es werden Vorbereitungen getroffen. Wir werden wohl ausrücken. Na, unsere Heimat gibt doch so etwas nicht umsonst. Sie wird doch nicht einfach so für schöne Augen Lederstiefel austeilen.
Und am nächsten Tag rückten wir vor. Und an diesem vorletzten Tag, bevor wir ausrückten, wussten wir schon, dass wir ausrücken würden. Da beschlossen wir junge Offiziere, diese Angelegenheit zu begießen. Wir gingen in eine Kneipe, fingen an zu trinken. Und da sagte ein alter Mann, seht ihr, alles wie im Jahre 41. Und das hat mich wirklich wie durchstochen. Wieso wie im Jahre 41, frage ich ihn. Er antwortet, im Jahre 41 hat man ja in der Roten Armee auch die Stiefel gewechselt. Wie, frage ich. Und da hat's mich gepackt. Seit diesem Zeitpunkt habe ich meine Ruhe verloren. Ich habe sie verloren. Als ich dann an der Akademie studierte und den Zugang zu diesen Akten hatte, habe ich festgestellt, dass damals 8 Millionen Paar Lederstiefel an die westliche Grenze gebracht und dort zurückgelassen wurden. Diese hunderttausenden Soldaten der Roten Armee haben es im Juni 41 nicht geschafft, die für sie vorbereiteten Lederstiefel anzuprobieren. Sie werden sie niemals mehr anziehen können. Als ich an der Spionageakademie des GRU studierte, gab es die Möglichkeit, die streng geheimen Dokumente anzusehen und in den Archiven zu arbeiten. Und plötzlich eröffnete sich etwas vor mir, was ich in mir nicht tragen konnte. Es brannte in mir. Es zerfetzte mich. Man hat mich auf der Akademie gelehrt, nach den ersten Anzeichen einer Aggression zu suchen. Und als ich das alles gesammelt hatte, alles war im Jahre 41 bereit, anzugreifen. Es wurde ein Angriffskrieg vorbereitet. Es klingt unfassbar. Ich verstehe, dass die Menschen jetzt diesen Film sehen und sagen, jetzt werden alle schreien und mit den Stiefeln nach dem Fernseher werfen. Doch lesen Sie mein Buch. Dort beweise ich das alles. Ich stelle die ganze Geschichte auf den Kopf. Doch die grausamsten Experimente stellte ich eigentlich an meinem Vater an. Er wurde 5-mal verwundet, 1-mal davon sehr schwer. Ich machte ihn zum Vater eines Verräters. Wie er damit gelebt hat, weiß ich nicht. Ich gab ihm dieses Buch zum Lesen und sagte, du hast gekämpft, du hast geglaubt, dass dieser Krieg der große vaterländische Krieg war. Es gibt aber keine Beweise dafür. Es gab einen solchen Krieg nicht. Es gab ihn nicht. Es war ein aggressiver Eroberungskrieg. Wir haben ihn begonnen. Wir. Er interessierte sich für Geschichte. Natürlich nicht die allgemeine Geschichte, sondern die Zeit des Vaterländischen Krieges. Mir war auch sehr vieles, genauer gesagt das Wichtigste, nicht klar. Wie konnte so etwas passieren? Denn das Volk, unser Volk, opferte in den Vorkriegsjahren alles für die Festigung der Verteidigungsfähigkeit seines Staates. Und ich konnte weder mir selbst noch ihm erklären, wie so etwas, der vernichtende Überfall am Anfang des Krieges, passieren konnte. Er fing an, selber nach den Antworten auf diese ungelösten Fragen zu suchen. Vielleicht so. Ich muss aber noch eins sagen, ohne jetzt anzugeben, er hat ein phänomenales Gedächtnis. Ein Gedächtnis, das ich selten getroffen habe. Mir fehlt das gänzlich. Er hat ein Gedächtnis für Zahlen, Nummern, Divisionen, für all das. Er hat in seinem Kopf alle Divisionskommandeure des Jahres 41, alle Korpskommandeure, an welchen Schlachten sie beteiligt waren, ihr Schicksal, wo sie gefallen sind. Zur Urlaubszeit fuhr ich heim in die Ferien. Viele, viele Jahre fuhr ich direkt von der Suvorov-Kadettenschule in die Ferien nach Hause. Nach Hause, nach Tscherkassy? Ja, nach Tscherkassy. Dort komme ich an, werde vom Vater abgeholt und dann veranstaltet er mit mir eine Prüfung. Nehmen wir an, ich komme. Wir küssen uns, wir feiern. Und nachts, ungefähr ab 10, 11 Uhr, veranstaltet er eine Prüfung. So ungefähr bis 8 Uhr morgens. Verstehst du? Eine Nacht, die zweite, die dritte Nacht. So sitzen wir mit ihm. Frag ihn doch. So prüfte er mich. Das ist sehr einfach. Nehmen wir mal die einfachsten Fragen an. Die Zahl 16. 16, aha. Die 16. Armee. Die 16. Armee. Wann wurde die 16. Armee gegründet und wo? Am 17. Juni 1940. Gut. Was für ein Gründungsbefehl? Es gab doch einen Gründungsbefehl. Der Befehl 004.
Wer hat ihn unterschrieben? Der Marschall der Sowjetunion, Timoschenko. Gut, klar, die 16. Armee. Wo war sie, als der Krieg angefangen hat? Sie befand sich auf der transsibirischen Eisenbahn. Sie rückte aus. Was war die hauptsächliche Stoßkraft? Das 5. mechanisierte Korps. Wer kommandierte es? Alexeenka. Gut, wo kam Alexeenka aber her? Von Chalkin Gol, das ist ein Mann von Schukow. Wie viele Panzer zählte das 5. mechanisierte Korps? 1056. So, und welche Divisionen? Das weiß jeder. Die 13., die 17. Panzerdivision, die 109. mechanisierte Division. Nein, das ist nicht alles. Dort war noch ein Kraftradregiment. Natürlich gab es dort ein Kraftradregiment. Wer befehligte es? Belikow. Welchen Militärgrad hatte er? Major. Und später? Später General der Armee. Gut. Wer befehligte die 16. Armee, als sie ausrückte? Michail Lukin. Gut. Und wer war der Stabschef? Scharnin. Oberst Scharnin. Was war er später? Später Leiter des GRU. Verstanden? Wie? Scharnin. Er war zunächst Oberst, dann Generalleutnant Scharnin. Leiter des GRU. Also, sie rücken aus. Wohin? Nach Schepetowka. Gut. Dort stand aber die 152. Infanteriedivision. Ja. Wer befehligte sie? Generalmajor Tschernyschow. Woher kam er? Na klar, aus dem Bereich der militärischen Ausbildung. Lass mich durchatmen. Wozu denn durchatmen? Halt, warte mal, das sind 5 Minuten. Er aber prüfte mich nächtelang, jede Nacht und gleich ins kalte Wasser, damit ich es weiß. Verstehst du? Weil der Mensch das wissen muss. Warum muss er das denn? Na, verstehst du denn nicht? Du weißt es nicht, dann hast du ein schlechtes Leben. Ich aber habe ein interessantes, du aber nicht. Warte mal bitte, was war das für dich? Eine Art Übermut? Gedächtnisübungen? Nein, nein, nein. Leidenschaft? Nein. Wenn man da reinkommt in diese Labyrinthe, dann ist das so interessant. Verstehst du? Ich habe mal jemand getroffen, für den war es äußerst interessant, Leichen zu sezieren. Und er erzählte mir dann, wie er sie öffnet, wie er da schneidet. So etwa ist es auch bei mir. Das ist unheimlich interessant. Atemberaubend interessant, wenn ich jeden General kenne. Wie viele Generäle gab es im Jahr 41? 1056. Gut. Und nun fange ich an. Ich kann über diese Dinge stundenlang erzählen. Die Zeitung Roter Stern schrieb zum Beispiel, naja, es wurde ihm dort bestimmt geholfen. Ich sage aber, halt, halt, meine Herren und Genossen, halt, holen Sie bitte Ihren Verteidigungsminister, diesen Pavel Kratschow. Setzen Sie ihn hier hin. Stellen Sie 3 Fernsehkameras auf. Wir werden miteinander diskutieren. Wir werden uns unterhalten. Holen Sie Ihr Institut für Militärgeschichte. Wir werden miteinander diskutieren. Bitte. Ich bin ein Spieler. Ich bin bereit, hierfür zu kämpfen. Sie können mich vielleicht irgendwo stellen. Doch wenn Sie mich auch irgendwo stellen, dann ist es nicht deswegen, weil ich etwas nicht kenne, sondern nur deshalb, weil mir ein solches Dokument in die Hände geraten ist. Ich kenne dieses Dokument. Es kann sein, dass ich ein fehlerhaftes Dokument habe, doch das, was im Dokument drinsteht, das kenne ich. Ich fotografiere das mit meinem Blick, nehme es ins Gedächtnis auf und behalte es dort für immer. Wie auch immer, den ersten Schritt, wie man sagt, machen wir selbst. Dann aber führt uns das Schicksal weiter. Den Klugen führt es, den Dummen schleppt es dahin. So sagten die Alten. Jeder sowjetische Mensch konnte fehlerfrei einen Geheimdienstmitarbeiter von einem Spion unterscheiden. Die unseren sind Geheimdienstmitarbeiter, die übrigen Spione. Auf die einen waren wir stolz, die anderen haben wir verachtet und gehasst. Doch wo konnte man sich zu einem Geheimdienstmitarbeiter ausbilden lassen? In Moskau gibt es eine Straße, die keinen Namen hat. In der Nähe befindet sich die Kausinnenstraße, nicht weit liegt die Richard-Sorge-Straße. Doch eben die Straße, wo sich das Aquarium befindet, da gibt es gar keine Bezeichnung. Die Straße ist da, doch der Name fehlt. Es gibt zum Beispiel die Frunse-Akademie, die Panzerakademie, die Akademie des Generalstabs. Wir kennen sie alle. Doch eine Akademie war geheim. Sie hatte viele Bezeichnungen. Die nicht geheime Bezeichnung war Truppenteil 56535. Die geheime Bezeichnung aber war Akademie der Sowjetarmee. Und die streng geheime war Militärdiplomatische Akademie der Sowjetarmee. Doch nicht die erste, nicht die offene, nicht die geschlossene. Diese Bezeichnungen sagen überhaupt nichts. Denn es war in Wirklichkeit die Akademie des GRU. Und mir fiel die Ehre zu, dort zu studieren.
Wir hatten uns an diese hässlichen Zäune mit Stacheldraht gewöhnt und gaben uns Mühe, sie nicht zu bemerken. Woher sollten wir auch wissen, dass dort hinter diesem Zaun Diplomaten einer besonderen sowjetischen Schule studierten? Ich selbst bin meinem Wesen nach eher ein Karrierist und Hochstapler. Doch außerdem hatte ich offensichtlich Glück. Ich stieg immer höher. Ich beendete die Suwarow-Kadettenschule. Seit dem 11. Lebensjahr trug ich Schulterstücke. Dann absolvierte ich die Kiewer Allgemeine Offiziershochschule. Dort musste man 4 Jahre studieren. Ich habe es aber in 3 Jahren geschafft. Danach war ich als Befreier in der Tschechoslowakei. Und darüber berichtet mein erstes Buch, ein sehr böses Buch. Es heißt Erzählungen eines Befreiers. Danach befehligte ich kleine Truppeneinheiten. Und sehr schnell, in 2 Jahren, fand mich der militärische Geheimdienst und ich wurde in die Geheimdienstverwaltung des Stabes eines Militärbezirkes geholt. In einem Jahr kam ich in die Akademie. Und als sie mich dort aufgenommen hatten, sagten sie mir nicht einmal, was das sei. Sie sagten, wir werden dich 5 Jahre lang für irgendeinen besonderen Einsatz vorbereiten. Willst du? Ich sagte, ich will. Wie viele seiner Altersgenossen träumten von einer solchen Karriere. Willst du? Ich will. Für eine besondere Aufgabe war man bereit, alles zu tun. Die Romantik der Geheimdienste. Du bist allein, ein Held auf dem Schlachtfeld und hinter dir die ganze Macht des großen Imperiums. Und dieses Imperium, es erwartet von dir eine Heldentat. Die Heldentat eines Geheimdienstes. Ich war gekränkt, als die Zeitschrift Die Armee plötzlich veröffentlichte, ich hätte angeblich diese Akademien gar nicht absolviert. Dann muss man zugeben, dass ich ein großes Genie bin. In allen diplomatischen Dokumenten, überall steht fest, dass ich von 74 bis 78 in der ständigen Vertretung der UdSSR bei der UNO-Niederlassung in Genf tätig war. Meine Position war Attaché. Wie hätte ich nur dahin gelangen können? Meine Fotos haben Sie gesehen. Ich bin dort irgendein kleiner Offizier mit irgendwelchen Sternchen auf den Schulterstücken. Und dann schicken Sie mich ohne Vorbereitung dahin? Ich beschloss, das alte Handwerk noch einmal aufzugreifen, um zu prüfen, ob ich noch zu etwas fähig war. Heute herrscht natürlich eine andere Situation. Heute kann man im Verteidigungsministerium im Prinzip jegliches Dokument kaufen. Heute wird alles verkauft. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich brauchte keine streng geheimen Unterlagen. Ich habe mit der Spionage Schluss gemacht. Doch ich beschloss, mein Diplom abzukaufen, mir mein Diplom zu besorgen. Und ich besorgte mir meine Diplome. Von der Kiewer Allgemeinen Offiziershochschule und von der Militärdiplomatischen Akademie der Sowjetarmee. Ich habe mir auch die Liste der Zeugnisnoten besorgt. In der Militärdiplomatischen Akademie jedoch ist die Liste der Zeugnisnoten an sich ein geheimes Dokument. Dort gibt es eine Auflistung der Fächer, die wir belegt haben. Das ist geheim. Ich konnte sie nicht besorgen. Doch die Diplome sind da. 2 Hochschulausbildungen. Ich kann sie zeigen. Und ich wurde als erster des gesamten Jahrgangs ins Ausland gesandt und in die Hauptstadt der Spionage nach Genf geschickt. Ich war dort fast 4 Jahre tätig. Ich beschäftigte mich mit Spionage. Einige Jahre später wird ein gewisser Viktor Suvorov das Buch Aquarium veröffentlichen. Noch nie zuvor hat jemand über unseren militärischen Geheimdienst so berichtet. Das Buch wird zum Bestseller. Eine gewöhnliche Arbeit. Denn ein Mensch stellt sich einen Geheimdienstmitarbeiter wie den Filmhelden Tichanow vor, der da überall eindringt. Unsere Leute können nicht von so großem Wuchs sein. Auch nicht so schön wie Tichanow. Sie sind schön, doch nicht so. Verstehst du? Und die Arbeit ist eine andere. Nicht so eine. Nein, nein, sie fügt sich aus Kleinigkeiten zusammen. Verstehst du? Aus lauter Kleinigkeiten. Und plötzlich ersteht am Horizont das Imperium. Und sehr oft lenkst du dich davon ab, ob es ein schlechtes Imperium ist oder ein gutes. Wir töten in Afghanistan Menschen oder walzen sie in Budapest mit den Panzern nieder. Nein, es kommt in dir Stolz auf. Weißt du, das Flugzeug MiG-29, damals aber MiG-25. Da fliegt zum Beispiel die MiG-25 und ich weiß, dass auch ich irgendetwas zu diesem Flugzeug beigetragen habe. Vielleicht nicht zur MiG-25, doch zum nächsten, zur MiG-29, zur MiG-31 leiste ich meinen Beitrag jetzt. Es kommt ein Gefühl auf, wir zeigen es ihnen, den Schurken. Wir werden es ihnen zeigen. Das kann man nicht erklären, das kann man nicht erzählen. Denn es kommt ein Gefühl auf, wie wenn Jungs von einer Straße gegen die andere kämpfen. Das ist unsere Straße, wir haben die anderen verdroschen. Wir prügeln auf sie ein. Es interessiert uns nicht, wofür wir sie verprügeln, wir arbeiten. Wir arbeiten.
Ich meine, man kann hier auf keinen Fall eine Ideologie unterstellen. Ich sage dir noch etwas. Im Jahre 76 war ich in Genf tätig und war schon moralisch bereit zu flüchten. Ich war für die Flucht moralisch bereit. Ich hasse das System. Ich sehe, wie die Führer des Politbüros dahin fliegen, wie sie dort saufen. Ich hasse sie. Ich bin bereit. Ich hasse sie dermaßen, dass ich bereit bin zu flüchten. Und plötzlich berichten die Zeitungen, Viktor Belenka flüchtete mit dem Flugzeug MiG-25 nach Japan. Es sind seit 78 viele Jahre vergangen. Und so wollte es das Schicksal, dass Sie ihn heute, nach mehr als 15 Jahren, wiedergesehen haben. Das, was wir Ihnen gezeigt haben. Was für einen Eindruck haben Sie nach all dem? Ich würde sagen, dass ich dabei ein ungutes Gefühl habe. Mir war es sogar irgendwie peinlich, dass dieser Mensch eine gewisse Zeit bei den Geheimdiensten tätig war. Wie er von der allgemeinmenschlichen Moral und von der Moral eines Geheimdienstmitarbeiters spricht. Ich möchte Worte aus dem Buch Aquarium anführen. Vielleicht nicht ganz genau, doch die Worte stammen von dort. Wenn wir satt sind, im Komfort wohnen und es genügend Weibchen gibt, dann können wir uns Mitleid und Gutmütigkeit erlauben. Doch sobald das Schicksal einen vor die Wahl stellt, der eine soll überleben, der andere aber sterben, dann vergessen wir das alles und stoßen unsere gelben Eckzähne in den Hals unseres Nachbarn, des Bruders, der Mutter. Ist das aber eine Moral? Ein Geheimdienstmitarbeiter hat eine harte Moral. Stirb lieber selbst, doch rette den Freund. Ist er etwa ein Geheimdienstmitarbeiter? Nein, nicht im Entferntesten. Nach seinen moralischen, politischen und persönlichen Eigenschaften ist er eine ungeeignete Person für den Geheimdienst. Das ist ein Fehler eines großen militärischen Geheimdienstes, dass ein solcher Mensch in den militärischen Geheimdienst übernommen wurde. Studierte, gab es die Möglichkeit, die streng geheimen Dokumente anzusehen? Und wir, die Militärhistoriker und überhaupt die sowjetische Geschichtswissenschaft, behauptete eindeutig, dass Hitler den Krieg entfesselte und wir am 22. Juni in den Krieg eingetreten sind. Es begann der Vaterländische Krieg. So. So hat man uns es gelehrt. Noch ein bisschen heraus. Für mich ist dieses Buch wichtiger. Tötet mich! Wer entfesselte den Zweiten Weltkrieg?